Das ist ein schwieriger Teil, aus mehrfachen Gründen. Zum einen weiß ich aus Vorgesprächen, dass einige von Ihnen beträchtliche Skepsis geäußert haben, feministisch und Philosophie, wie soll das denn zusammengehen, selbst wenn man dem Feminismus also Verdienste zugesteht, was soll es mit Philosophie zu tun haben? In der Philosophie geht es um Denken. Kann das Denken irgendwie mit Geschlecht in besonderer Weise zu tun haben? Kann das geschlechtsspezifisch sein? Zeichnet sich Denken nicht, wenn es wirkliches Denken ist, einfach dadurch aus, dass es neutral, geschlechtsneutral ist, sodass also feministische Philosophie ein hölzernes Eisen wäre? Ich denke, auf diese Frage, oder ich hoffe, auf diese Frage können wir am Ende der 3 Stunden zurückkommen. Auch historisch gesehen ist es vielleicht heute leichter, als es vor einigen Jahren noch war, über feministische Philosophie zu sprechen. Ich meine natürlich leichter, dass ein Mann darüber spricht. Das war nicht immer so, das war nicht selbstverständlich, das war gar nicht gerne gesehen zu gewissen Zeiten. Ich erinnere mich noch eines Philosophiekongresses, bei dem es dann inzwischen auch eine, zwar noch nicht offizielle, aber doch stattfindende und angekündigte Sektion feministische Philosophie gab, vor über 10 Jahren. Und ich habe mich interessiert dafür, was da ausgeführt wird und wollte da hingehen. Nein, nein, Eintritt verwehrt aus 2 Gründen. Erstens, ein bestallter Philosophieprof ist ein Vertreter der Macht und damit der patriarchalischen Gesellschaft. Und die feministische Philosophie tritt gegen diese an. Da haben diese Kerle gar nichts zu suchen. Und zweitens und vor allem natürlich, auch wenn man also nicht nun als Vertreter einer Macht beschuldigbar oder identifizierbar wäre, einfach als Kerl, als Mann hat man da keinen Zutritt gehabt. Mich hat das etwas verwundert, auch gestört. Es war auch so, einige dieser Vertreterinnen der Richtung hatten selber nicht das allerbeste Gewissen, als sie mich zurückwiesen, weil sie irgendwie dachten, naja, der ist ja nicht gar so übel wie manch anderer und was er so in bestimmten Themen geschrieben hat, kommt ja erstaunlicherweise doch manchem, was wir vertreten, recht nahe. Aber nein, Geschlechtskriterium, Schluss, Tür zu, ich muss draußen bleiben. Ich dachte lange darüber nach, wieso konnte man mit diesen Kolleginnen sonst ganz intensive Gespräche haben, natürlich über Philosophie und plötzlich, wenn feministisch davor stand, nicht mehr, auch dazu am Ende der 3 Stunden mehr. Eine Vorbemerkung noch. Bei der Vorbereitung dieses Teiles fiel mir auf, dass die Verhältnisse sich doch drastisch gewandelt haben, sodass ich sie zurückführen muss in eine Zeit, die für sie nicht eine Zeit unmittelbarer Erfahrung war, wo es eben so etwas gab, Männer keinen Zutritt bei feministischer Philosophie, wo es aber vor allem auch in der Gesellschaft, glaube ich, noch Standards gab, die heute, ich meine Gott sei Dank, oder auch dem Feminismus sei Dank, nicht mehr als Standards gelten. Ich werde auf Dinge rekurrieren müssen, die Ihnen, hoffe ich, wie aus einer fernen, vergangenen und glücklicherweise vergangenen Welt stammend erscheinen. Ich beginne mit Simone de Beauvoir unter der Überschrift Feminismus der Gleichheit. Auf Simone de Beauvoir sind wir im letzten Semester schon eingegangen, und zwar genau auf dieses Buch, das berühmte Buch Le Deuxième Sexe, das andere Geschlecht. Sie hatte im Oktober 1946 begonnen, daran zu schreiben und 1949 es publiziert. Ich erinnere Sie an die Thesen. Die Hauptthese, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Also Frau ist nicht eine natürliche Bestimmung, sondern eine soziale Bestimmung. Da kommt dann hinzu
Aber diese soziale Bestimmung wird eben oder wurde bislang realisiert in einer von Männern dominierten Welt. Die gesamte Geschichte der Frauen ist von den Männern gemacht worden. Natürlich waren die Frauen beteiligt, aber eben als Opfer oder als zweitstellige Subjekte. Gegen diese Dominanz einer Männergesellschaft oder eines Patriarchats, wie man es dann genannt hat, wendet sich Simone de Beauvoir. Sie will zunächst das Faktum aufdecken, dass die Formierung, die Selbstformierung von Frauen unter dem Druck der Standards einer patriarchalen Gesellschaft funktionierte und will dann überlegen, wie man dies verändern könnte. Sie führt verschiedentlich den Terminus Mystifizierung der Frau ein. Die Rede oder die üblichen Auffassungsmuster über die Frauen in der patriarchalen Gesellschaft seien Instanzen einer Mystifizierung der Frau. Die Frau wird also nicht in dem genommen, wie sie eigentlich ist oder sein könnte, sondern es wird ihr ein Bild übergestülpt, was die beiden Pole hat, der Verurteilung oder Niedrigschätzung und korrespondierend und überhaupt nicht besser die der Hochachtung. Wir werden auf Teile nachher noch eingehen. Heute, meint sie, geht es darum, den Mythos der Weiblichkeit außer Kraft zu setzen. An Elementen, die sie aufbietet, nenne ich nur ihre Polemik gegen das selbstverständlich scheinende Mutterschaftsideal, das Mutter zu sein, das Telos und die quasi natürliche und in Wirklichkeit natürlich nur soziale Bestimmung der Frau sei. Simone de Beauvoir meinte, natürlich ist es Frauen freigestellt, Mutter zu sein, aber es ist ihnen auch freigestellt, nicht Mutter zu werden oder sollte ihnen freigestellt sein. Und sie hat zum Beispiel, wie gesagt, das ist 1949, also vor 50 Jahren, ein Plädoyer für Abtreibung in diesem Buch vorgetragen. Sie hat später auch 1971 an einer Unterschriftenaktion in Frankreich teilgenommen, wo sich sehr bekannte, im kulturellen Leben, sehr bekannte französische Frauen zur Abtreibung bekannt haben, die natürlich damals verboten war. Also wenn ich heute jeden Ausdruck natürlich gebrauche, wie ich es gerade tat, dann bitte mit einfachem oder doppeltem oder dreifachem Anführungszeichen immer verstehen. Das war das Manifest der Schlampen, wie sie es selber nannten, denn eine Frau, die abtreibt, wurde eben gesellschaftlich als Schlampe disqualifiziert. Es ist interessant, dass in diesem Buch fast alle Themen des späteren Feminismus schon zur Sprache kommen, beispielsweise auch das offene Plädoyer für die Möglichkeit, die Lebbarkeit lesbischer Liebesformen. Simone de Beauvoir entwickelt auch eine Utopie. Ihre Utopie bestünde darin, dass gegenseitige Anerkennung und Respekt die Beziehungen zwischen Frauen und Männern bestimmen. Übrigens, Sie finden das auf dem Handout in der Frage Mutterschaft, wo man ja gerne so mit natürlichen Vorstellungen operiert. Wie sollen denn Kinder anders auf die Welt kommen? Und die Menschheit braucht doch Nachfahren. Wie sollen sie anders auf die Welt kommen, als indem sie von Frauen geboren werden? Da hat also schon Simone de Beauvoir einige Überlegungen angestellt, ob man dem entgehen könne. Ich habe ihn von Firestone, The Dialectic of Sex, 1970 am Handout notiert. Damals wurde dann, also 1970, schon die Hoffnung auf künftige extrauterine Reproduktionsverfahren geäußert. Eine Vision, der man gegenwärtig technologisch in einigen Ländern Ostasiens und natürlich auch in den USA nachgeht. Das Buch Simone de Beauvoirs wurde als extrem skandalös empfunden. Der Schriftsteller,
christliche Schriftsteller François Mauriac erklärte damals, wir haben buchstäblich die Grenzen der Widerlichkeit erreicht. Und gegenüber einem Mitarbeiter der Temps Modernes, die Simone de Beauvoir zusammen mit Jean-Paul Sartre herausgab, erklärte er, ich habe alles über die Vagina ihrer Chefin erfahren. Das ist die Widerlichkeit. Er stand keineswegs allein, ich erwähne nur noch Albert Camus. Er sprach von einer Beleidigung des romanischsprachigen Mannes. Überflüssig also zu erwähnen, dass das Buch von der katholischen Kirche auf den Index gesetzt wurde. Ich erwähne das auch, weil ich sagte ja, ich führe Sie in doch, wie ich hoffe, entlegene Zeiten zurück. Also an so etwas können Sie auch ermessen, welcher Fortschritt inzwischen stattgefunden hat. Ich sagte, das Ideal, das Simone de Beauvoir vertrat, war das der gegenseitigen Anerkennung und des Respekts und in diesem Sinn ein Feminismus der Gleichheit, Gleichwertigkeit zwischen Männern und Frauen. Ich lese Ihnen dazu eine Äußerung noch Ihres Lebensgefährten Jean-Paul Sartre vor. Ich konnte Simone de Beauvoir gegenüber Gedanken formulieren, die noch nicht ganz zu Ende gedacht waren. Sie war der ideale Gesprächspartner, ein Partner, wie man ihn kaum jemals findet. Aber das Einzigartige bei Simone de Beauvoir und mir ist unser Verhältnis absoluter Gleichberechtigung. In gewisser Beziehung verdanke ich ihr alles. Also sie scheint privatim, mindestens zeitweise, wie wir dann aus späteren Publikationen wissen, in der Lage gewesen zu sein, dieses Ideal auch zu leben. Was man in diesem Ansatz des philosophischen Feminismus, also bei Simone de Beauvoir, noch nicht findet, ist die These, dass eine gesellschaftliche Therapie der Unterdrückung der Frau auch auf die Denkformen durchschlagen würde. Der Fokus ist zunächst tatsächlich auf sozusagen die Veränderung der sozialen Beziehungen gerichtet. Wir werden aber bald sehen, dass der nächste Schritt eben darin bestand, dann zu sagen, und das wird dann auch die Denkformen tangieren, denn sie sind undurchschaut, subkutan, männlich, patriarchalisch geprägt. Ich wende mich kurz der Frage zu, ob ein solcher Feminismus der Gleichheit oder Gleichstellung völlig neu ist. Natürlich ist das schon eine rhetorische Frage. Ich würde sie nicht aufwerfen, wenn ich Ihnen nicht ältere Belege anbieten könnte. Und ich biete Ihnen einen sehr alten Beleg an. Christine de Pizan, die ca. 1364 bis 1430 lebte, publizierte 1404/5 ein Buch mit dem Titel »Das Buch von der Stadt der Frauen«. Das war in der mittelalterlichen, spätmittelalterlichen Diskussion, insbesondere gegen die Misogynie, die Frauenfeindlichkeit gerichtet, die in dem damals sehr verbreiteten Roman de la Rose propagiert worden war. Ich will Ihnen einige Stellen aus dem Buch der Christine de Pizan vorlesen. Diejenigen, die Frauen aus Missgunst verleumdet haben, sind Kleingeister, die zahlreichen, ihnen an Klugheit und Vornehmheit überlegenen Frauen begegnet sind. Sie reagierten darauf mit Schmerz und Unwillen, und so hat ihre große Missgunst sie dazu bewogen, allen Frauen Übles nachzusagen. Also das ist ihre Erklärung der kurrenten Misogynie. Jene Herren, welche eine solche Misogynie vertreten, tun das, weil sie eben ihre Eitelkeit kränkend Frauen begegnet sind, die ihnen an Klugheit und Vornehmheit überlegen waren. Und indem sie nun die Frauen allgemein schmähen, glauben sie, den Ruhm und die Ehre der Frauen zu unterbinden und zu schmälern. Gerade so wie es, ich weiß nicht, welcher Mann in einer seiner Schriften mit dem Titel »Über die Philosophie« tat. Er rackert sich gewaltig ab, um zu beweisen, wie ungehörig es sei,
dass einige Frauen von Männern aufs Höchste verehrt werden. Er behauptet, jene, die so großes Aufhebens um diese Frauen machen, pervertierten den Titel seines Buches über die Philosophie. Sie verwandelten die Liebe zur Weisheit in die Liebe zur Torheit. Dagegen Christine de Pizan, ich versichere dir, dass er selbst aufgrund der Verlogenheit seiner Argumentation in dieser Angelegenheit aus dem Inhalt seines gesamten Buches ein Zeugnis der Liebe zur Torheit macht. Also sie sagt natürlich nicht, Philosophie insgesamt, Liebe zur Weisheit, sei auf dem falschen Weg, sondern sie meint nur, etliche prominente Vertreter verkehren dieses Ideal de facto in das Zeugnis einer Liebe zur Torheit. Edle Frau, nach dem, was ich aus eurem Munde vernehme, ist die Frau ein sehr edles Wesen. Aber Marcus Tullius Cicero behauptet doch, kein Mann dürfe einer Frau dienen und derjenige, der es tue, erniedrige sich, denn niemand dürfe einem Geringeren dienen. Antwort? Derjenige, die einen höheren Grad der moralischen Vollkommenheit besitzt, ist der Höhergestellte. Nicht im Körper und im Geschlecht ist die Überlegenheit oder die Niedrigkeit von Menschen begründet, sondern in der Vollkommenheit der Sitten und der Tugenden. Das heißt, kurz und etwas zugespitzt, flapsig formuliert, weg mit allen sexistischen Konnotationen. Es geht nicht darum, ob Mann oder Frau, es geht darum, ob dieser Mensch nun sittlich oder auch intellektuell überlegen oder vollkommen ist. Und wenn irgend so etwas wie Folge- und Dienstverhältnisse eintreten, dann sind sie recht, wenn der Unterlegene sich dem Überlegenen anschließt, ohne Respekt, ob nun, wie sich dabei männlich und weiblich verteilen. Gegen später in dem Buch. Ich sage dir noch einmal mit allem Nachdruck, wenn es üblich wäre, die kleinen Mädchen eine Schule besuchen und sie im Anschluss daran, genau wie die Söhne, die Wissenschaften erlernen zu lassen, dann würden sie genauso gut lernen und die letzten Feinheiten aller Künste und Wissenschaften ebenso mühelos begreifen wie jene. Also noch einmal diese These, Geschlechtsunterschiede spielen keine Rolle, nur soziale Unterschiede spielen eine Rolle. Dies sollte man reformieren, man sollte die weibliche Hälfte der Menschheit am Bildungsprozess in gleichem Maße teilnehmen lassen und dann werden wir sozusagen in gleicher Quantität zum Beispiel Professorinnen in der Philosophie haben. Sie sehen, wie weit oder wenig weit wir gekommen sind. Ich will auf einen anderen Autor noch kurz eingehen, auf Agrippa von Nettesheim, 1486 bis 1535, der im Jahre 1529 eine Schrift publizierte vom Adel und Vorrang des weiblichen Geschlechts. So etwas ist vor kurzem eine Ausgabe erschienen, bestellt man natürlich ungemein neugierig und dann folgt ebenso natürlich die große Enttäuschung. Also da scheint nun ein Philosoph geradezu das alte Schema der Unterordnung der Frau umzukehren und die höhere Würde der Frau gegenüber den Männern zu vertreten. Nun, einige Zitate aus dem Buch. Also einige Zitate aus seinen Argumenten für die Höhergestelltheit der Frau gegenüber dem Mann. Der Leib der Frau ist höchst lieblich anzusehen und zu berühren. Denn ihr Fleisch ist so zart, ihre Farbe hell und weiß, die Haut schimmernd, ihr Haupt schön, die Locken höchst anmutsvoll und so weiter. Das geht dann über einige, nicht alle anatomische Details weiter. Also die Höherstellung wird damit begründet, dass die Frau nun besonders lieblich anzusehen und zu berühren sei. Nun, das könnte ja einfach
kontingenter Männergeschmack sein. Deswegen greift er höher. Auch in der Einschätzung Gottes will er uns lehren, steht die Frau höher. Im Buch Genesis liest man, schlagen Sie es mal nach, dass die Söhne Gottes sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren, und so wählten sie sich aus ihnen Gattinnen, welche sie wollten. Stehen Sie, das wird als Beleg dafür angeführt, dass die Frauen höher stehen als die Männer. Selbst die Göttersöhne schätzen diese Frauen der Menschen. Also die Gattenwahl ist der Beleg der Schätzung, wobei es offenbar gar keine Rolle spielt, dass diese Gattenwahl völlig einseitig erfolgt. Die Söhne der Götter wählen, die Menschentöchter werden gar nicht gefragt, ob sie gewählt wollen, geschweige denn, dass sie selber wählen könnten. Dann noch einmal, dass die Frauenschönheit bei Gott in Ansehen und höchsten Ehren steht, wieder mit einem ähnlichen Argument. Er hat Israels Söhnen erlaubt, sich aus den Gefangenen ein schönes Weib zur Gattin zu wählen. Dies soll Beleg sein der Höherstellung der Frau. Es ist natürlich ein skandalöser Beleg für Nichtdenken, für nicht sich bewusst sein, dass er hier einfach eine bestehende Machtstruktur, die Männer wählen sich die Frauen, hernimmt, um dann innerhalb dieser Struktur zu zeigen oder anzudeuten, dass die Frauen geschätzt werden, qua Wahl zur Gattin. Es gibt dann einige andere Argumente, noch einmal, auch, wir werden später darauf kommen, auch wenn man die Anatomie der Frau studiert und mit der Anatomie des Mannes vergleicht, dann sieht man die Überlegenheit der Frau. Nun woran? Das Geschlecht ist bei Frauen nicht hervortretend wie bei Männern angeordnet, sondern innen an verschwiegenem, sicherem Orte versteckt. Auch ein Vorzug. Fährt unmittelbar fort. Und so hat die Frau, weil eben die primären Geschlechtsorgane versteckt sind, natürlicherweise mehr Schamhaftigkeit als der Mann. So kam es häufig vor, dass eine Frau, die an einem gefährlichen Unterleibsgeschwür litt, lieber starb, als sich zur Heilung den Augen unter Berührung des Chirurgen auszusetzen. Und ja, das setzt dieser Philosoph, meine ich, das Denken aus. Erstens ist nicht ohne weiteres einzusehen, nicht ohne Zusatzargumente, warum denn dieses Sterben nun als positiver Beleg zu nehmen sei, ob das nicht eine etwas übertriebene Zumutung ist, um solcher Schamhaftigkeit willen zu sterben, als sich kurieren zu lassen, weil man das nur unter Exposition der Geschlechtsorgane vor einem Mann tun könnte. Und vor allem, ja, lieber Agrippa von Nettesheim, dem wäre doch leicht abzuhelfen, hast du daran nicht gedacht, dadurch, dass man Chirurginnen hat. Aber an so etwas denkt man in dieser, oder denkt er in dieser Tradition nicht. Dies als einige Beispiele dafür, dass auch in der Tradition der Lobpreis der Frau, das Gerede von der Höherstellung der Frau doch auf ungeheuer machistischen Konnotationen beruhen kann und völlig frei sein kann von dem Blick auf gesellschaftliche Verhältnisse. Niedrigwertung der Frau in vermeintlicher Höherschätzung. Ich hoffe, heute gibt es das nicht, aber ich bin ja etwas älter. Also mir ist das verschiedentlich noch aufgestoßen. Vielleicht kennen Sie das Wort, was manchmal bei Lobreden, Laudationes auf verdiente Wissenschaftler und Politiker angewandt wird. Ja, hinter jedem großen Mann steht eine Frau, wird da gesagt. Das ist genau einer dieser aus meiner Sicht höchst skandalösen Sätze. Erstens, die Frau ist sekundär. Zweitens, sie steht dahinter. Drittens, ihre Wertschätzung erfolgt nur durch das Filter des Mannes. Damit kommen wir zum nächsten Abschnitt. Oder sind eigentlich schon mittendrin. Inwiefern kann die
These vieler feministischer Philosophinnen und Feministinnen allgemein, dass wir bislang in einer patriarchalischen Gesellschaft, in einer von Männern dominierten Gesellschaft lebten, bestätigt werden. Nun, Sie kennen alle die Belege von der beruflichen Dominanz an. Bei der Bezahlung ist es in den meisten Fällen ja heute nicht mehr so, dass Frauen einen geringeren Lohn für die gleichen Funktionen bekommen, aber bei einigen ist es noch so. Also der alte Einwand lautet, das Ideal des Menschen wird am Mann angelesen oder es wird von den Männern vorgegeben und Frauen haben nur Chancen, indem sie in diese Rolle schlüpfen oder innerhalb eines solchen Menschenbildes dann eine gewisse Wertigkeit erfahren, sei es innerhalb objektiv oder offensichtlich unterdrückender Verhältnisse oder sei es auch und selbst innerhalb des Feminismus der Gleichheit. Man hat gegenüber diesem Feminismus der Gleichheit einen Einwand vorgebracht. Ist denn nicht die Auffassung die, bei Simone de Beauvoir, und bei ihr vielleicht nicht direkt, aber doch zu dem Denkschema noch gehörend, dass das Heil einfach darin bestünde, dass die Frauen eigentlich so werden wie Männer. In einer von Männern dominierten Gesellschaft müssen sie eben befreit werden zur Selbstbestimmung und dass sie dann eben auch in Hosenanzügen und mit Nadelstreifen und dergleichen herumlaufen. Was ist eigentlich in dem Feminismus der Gleichheit gemeint? Ich habe Ihnen hier diesen Cartoon mitgebracht. Also die dozierende Frau links, Frauen und Männer müssen gleich sein. Und die etwas nachdenkliche rechts sagt, gleich den Männern oder gleich den Frauen? Ist klar, innerhalb bestehender patriarchalischer Strukturen ist gemeint, gleich den Männern. Dass die Männer gleich den Frauen werden müssten, was einfach die äquivalente Einseitigkeit wäre, das ist zumindest sehr viel weniger vertreten worden. Ich will nun auf einen berühmt gewordenen Aufsatz eingehen von Iris Marion Young, Throwing Like a Girl, wie ein Mädchen werfen oder werfen wie ein Mädchen. Der Aufsatz ist deswegen berühmt, weil er zeigt, dass die patriarchalische Dominanz den Frauen, der Aufsatz ist von 1979, es war ein Vortrag 1977, den Frauen bis in die Körperlichkeit und die Motorik hinein eingeschrieben ist. Young geht aus von einer Beobachtung, die der phänomenologische Psychologe Erwin Strauss in seiner Phenomenological Psychology 1966 gemacht hatte. Er hatte beschrieben, die unterschiedliche Wurfhaltung bei Mädchen und Jungen. Die Beschreibung also, ist etwa so, Jungs gebrauchen den ganzen Körper. Also wenn die irgendetwas werfen wollen, dann erstens drehen sie den Körper, gehen zurück sozusagen auf das hintere Bein. Und dann kommt explosionsartig und nach vorne und sie bringen den Körper nach vorne und strecken den ganzen Arm aus. Bei Mädchen, so wie ich es dieser Beschreibung entnehme, sah das damals, Ende der 80er Jahre, ich meine, wir wissen alle, dass das natürlich durch fantastische Athletinnen auch aus diesem Bereich der Republik inzwischen alles überholt ist, weil man an denen ja sieht, wie man stößt und wirft und dergleichen. Also damals sollen, wie Iris Young sagt, jedenfalls in den fortgeschrittenen westlichen industriellen und Konsumgesellschaften Frauen so geworfen haben, also nicht Körperdrehung, nicht Bein zurück, sondern im Grunde stehen bleiben. Ja, werfen tut man mit dem Arm, nicht? Also bewege mal nur den Arm und boah, so. Das heißt, sie winkeln ihn hier ab, ja, gehen nicht zurück, und zweitens eben der Ausgriff ist doch sehr unvollständig.
Nun, das scheint als empirische Untersuchung, die in den USA gemacht worden war, damals einen faktischen Stand getroffen zu haben. Die Frage ist, wie wird das erklärt? Übrigens, es gibt noch einige Nebenphänomene. Es wird beobachtet auch, dass das Verhalten von Frauen beim Heben schwerer Gegenstände typisch anders ist als das von Männern. Wiederum gilt, na, heben, na, dann nehme ich meine Hände und Arme.